sind heute zu Gast in der Buchhandlung Scheuermann. Mir gegenüber steht die Leiterin der Buchhandlung, Frau Everts. Vielen Dank, dass wir da sein durften, Frau Everts. Ja, sehr gerne. Willkommen in meiner Buchhandlung. Das ist unser Reich und wir stehen hier auch schon in der Kinder- und Jugendbuchabteilung, die euch wahrscheinlich am meisten interessieren wird. Ja, wir haben heute einen konkreten Anlass hier zu stehen und das ist der Welttag des Buches. Den gibt es jedes Jahr. Können Sie uns ein kleines bisschen darüber erzählen, was ist das genau, der Welttag des Buches? Der Welttag des Buches wurde am 23. April installiert. Das ist ein Tag, an dem das Lesen gefeiert werden soll und das Buch. Das ist der Geburtstag von Shakespeare und von Cervantes, dem Autoren von Don Quixote. Und das sind halt zwei Riesen in der Welt der Literatur und dann fand man dieses Datum passend. Und wir machen da gerne mit, weil wir natürlich auch ein großes Interesse daran haben, die schöne Welt der Bücher zu zeigen und den Menschen zugänglich zu machen. Und weil wir aber selber auch wissen, wie bereichernd die Fähigkeit des Lesens ist für jeden Menschen persönlich, egal ob jung oder alt. Also in üblichen Zeiten, sage ich mal, sind wir diejenigen, die die Schulklassen zu Gast haben. Also die vierten und fünften Klassen melden sich ja an, beziehungsweise die Lehrer und Lehrerinnen melden die Schüler und Schülerinnen an und dann kommen sie bei uns zu Besuch. Dann viele der Kinder sehen dann zum ersten Mal überhaupt eine Buchhandlung von ihnen oder zum ersten Mal die Buchhandlung Scheuermann hier in Duisburg in der Innenstadt, obwohl es uns schon seit 110 Jahren gibt. Erzählen dann überhaupt, wie Buchhandel funktioniert, weil das ist hochspannend. Das ist, glaube ich, die einzige Branche, die jede Nacht per LKWs beliefert wird und am nächsten Tag hast du schon das Buch, was du haben willst. Und bei uns ist es halt so, dass wir dir alles, was du willst, bestellen. Und das kommt über Nacht. Die Großhändler, die kommen mit ihren LKWs, die haben Schlüssel von allen über 4000 Buchhandlungen in ganz Deutschland und dann schieben die uns die Sachen hier nachts rein. Und wenn wir dann morgens zur Arbeit kommen, kurz nach 8, dann stehen hier Wannen voller Bücher und dann packen wir das aus und dann gucken wir, wer hat das bestellt und dann machen wir um 9:30 schließen wir die Buchhandlung auf und dann kannst du deine Sachen schon wieder abholen. Und das ist halt sensationell, weil das kostet dich nichts. Ne? Also egal, wo du im Internet was bestellst, musst du Versandkosten. Sie haben eben schon davon gesprochen, dass man das ja auch nutzen kann, um Bücher zu verschenken, sich umzuschauen. Das mache ich zum Beispiel, wenn ich Geburtstagsgeschenke suche. Ich gehe gerne in eine Buchhandlung und lasse mich inspirieren oder auch beraten von der Buchhändlerin und frage danach und sagt dann, mein Mann liest gerne sowas, aber ich weiß nicht, was ich ihm schenken soll. Sie verschenken aber jetzt auch Bücher und zwar, ich schenke dir eine Geschichte. Und da sind Sie so nett, unseren Fünftklässlern und den internationalen Klassen in diesem Jahr eine Geschichte zu schenken. Was ist das für eine Geschichte und können Sie die selber aussuchen? Das ist tatsächlich jetzt zum Welttag des Buches eine Organisation von Verlagen, Buchhandel und der Stiftung Lesen. Alle arbeiten wir zusammen, legen auch die Kosten zusammen, also wir kaufen die ein, um die euch zu schenken. Und das ist in jedem Jahr eine andere Geschichte. In diesem Jahr ist es Biber Undercover. Und das ist eine sehr spannende Geschichte, die ich auch noch nicht gelesen habe, weil es ist ja jetzt gerade frisch erst erschienen. Also da habe ich euch jetzt auch gar nichts voraus. Und es gibt ein Quiz im Anschluss des Buches, wenn die Klasse das Buch dann eben gemeinsam gelesen hat und dieses Quiz ausfüllt oder löst, dann könnt ihr da auch gemeinsam was gewinnen. Und das ist natürlich eine schöne Sache, weil es euch nichts kostet und wir halt uns gedacht haben, dass das vielleicht eine ganz schöne Gelegenheit ist, euch einfach sehr unkompliziert mal einen Zugang zu ermöglichen zu einer spannenden Geschichte. Dann danke ich Ihnen. Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr schon mit einer Schulklasse oder mit mehreren Schulklassen wieder hier sein können, die sich dann auch die Regale und die Bücher selber angucken können. Hallo, ich heiße Jana Sophie Genott. Ich bin Yahya Rorida. Ich bin Lara, ich komme aus der 7b. Mein Name ist Jürgen Pratsch, ich bin hier der Schulbibliothekar. Wieso liest du denn gerne Bücher? Früher als Kind, als Jugendlicher habe ich eigentlich nicht viele gelesen, aber mit zunehmendem Alter habe ich mich immer mehr in die Bücher vertieft.
Es macht mir Spaß, Bücher zu lesen, weil wenn ich Fantasiebücher oder sowas lese, dann denke ich mich auch gerne in die Geschichte selber hinein und ich habe halt einfach Spaß daran. Ich lese gerne Bücher, weil es gibt so viele vielfältige Bücher und sehr viele Arten von Büchern und man kann halt sich einfach in den Büchern vertiefen. Lesen hat verdammt viele Vorteile und deswegen, man sollte einfach lesen. Das Lesen ist nicht nur für mich gut und wichtig, auch für alle anderen Menschen, vor allem für Kinder. Um mal einige Punkte zu nennen, Lesen ist die Grundlage jeglicher Bildung. Lesen verbessert oder stärkt das Ausdrucksvermögen und erweitert den Wortschatz. Du hast uns hier ein Buch mitgebracht. Würdest du da mal vielleicht erzählen, worum es geht und wie es heißt? Ja, das Buch heißt Gegen uns könnt ihr nicht anstinken. In diesem Buch geht es darum, dass verschiedene Personen, wenn sie ihr 10. Lebensjahr erreichen, verschiedene Tiere sozusagen bekommen. Ein Mädchen namens Zora hat sozusagen, als sie ihr 10. Lebensjahr erreicht hat, ein komisches Tier bekommen. Und ich lese die Stelle vor sozusagen, wo das Mädchen sozusagen ihr Tier bekommen hat, aber noch errät, welches es ist. Also das Buch heißt Gregor und der Schlüssel zur Macht. Das ist von Susanne Collins. Das ist auch die Autorin von Tribute von Panem. Es geht um einen kleinen Jungen, dessen Schwester in die Unterwelt verschleppt wurde von ein paar Kakerlaken. Und er musste jetzt halt von diesen Kakerlaken retten, mit den Unterweltmenschen zusammen und mit einer Ratte. Ich habe heute das Buch Tintenherz von Cornelia Funke mitgebracht. In diesem Buch geht es um Maggie und Mo. Mo ist ihr Vater. Und Tintenherz ist auch ein Buch und dieses Buch ist so ein bisschen, ich sag mal, verzaubert. Okay. Würdest du vielleicht einen Abschnitt für uns aus dem Buch vorlesen, damit wir uns ein grobes Bild davon machen können? Sehr gerne. Damals. Du warst gerade 3 Jahre alt, Maggie, begann Mo. Ich erinnere mich noch, wie wir deinen Geburtstag gefeiert haben. Ich hatte dir ein Bilderbuch geschenkt. Das mit der Seeschlange, die Zahnschmerzen hat und sich um den Leuchtturm wickelt. Wir? Fragte sie. Ich und deine Mutter. Mo zupfte sich etwas Stroh von der Hose. Ich konnte schon damals an keinem Buchladen vorbeigehen. Die Schwimmweste lag neben Boots auf dem Boden. Gregor steckte die Arme durch die Bänder und zog sie mit bebenden Händen fest. In der Tasche hatte er die kleine Taschenlampe von Mrs. Commercy. Er schaltete sie ein. Vielleicht konnte er sie zwischen den Zähnen halten. Als er aus dem Boot klettern wollte, wurde er von 2 Händen gepackt. Sei kein naher Überländer, sagte Howard. Du kannst dir nicht helfen. Du widerst mich am meisten von allen an, sagte Gregor. Du warst gerade noch selber da unten. Du wurdest gerettet. Und was mit deinem Schwur, dass du jeden retten würdest, der im Wasser in Gefahr gerät? Das hast du doch gesagt. Was ist damit? Kapitel 2. Ein Stinktier namens Dieter. Lass das Wölkchen, murmelte ich verschlafen, weil mir irgendwer am Morgen seine nasse Nase ins Gesicht drückt. Bis gerade eben hatte ich noch geträumt, dass ich tatsächlich ein Tier zum Geburtstag kriege, aber keinen Hund und auch kein Meerschweinchen. Etwas viel Besseres. Ein richtiges Pferd, das Wölkchen heißt und so schön und süß ist, dass es gar nicht beschreiben kann. Und in meinem Traum hat Wölkchen gerade seinen Kopf zum Kuscheln an meinen gedrückt. Deswegen hat mich die nasse Nase auch gar nicht überrascht. Das tut sie erst jetzt. Der Traum und Wölkchen sind nämlich weg. Die nasse Schnauze ist aber noch da. Ich bin so glücklich wie noch nie in meinem ganzen Leben. Die Schnauze muss dem Tier gehören, das ich zum Geburtstag bekomme. Ich lasse meine Augen weiter geschlossen, weil ich die Spannung noch ein bisschen herauszögern möchte. Ob es ein Meerschweinchen ist oder ein Hamster. Nein. Dazu ist die Nase viel zu groß. Ein Fisch ist es aber ganz sicher auch nicht. Der wäre ja noch nasser gewesen. Vielleicht ist es ja ein niedlicher Hund oder wenigstens eine putzige Katze, die auf meiner Bettdecke sitzt und mich geweckt hat. Mit geschlossenen Augen streichele ich über das wunderbar weiche Fell. Es ist so kuschelig, dass ich am liebsten mein ganzes Gesicht darin vergraben würde. Auch wenn das Fell ein bisschen muffelt. Langsam, ganz langsam öffne ich meine Lider. Sofort mache ich sie wieder zu. Das kann nämlich gar nicht sein. Wir haben ja gerade schon gehört, dass man sich unter anderem hier in der Buchhandlung Scheuermann oder zum Beispiel auch bei uns in der Elithek Bücher aussuchen kann. Und das haben 3 von euch gemacht. Das sind unsere ehemaligen Lesewettbewerbsgewinner. Und
Unser Schulleiter, der Herr Rinn, der war so lieb und hat bei der Buchhandlung Scheuermann diese drei Bücher auch bestellt. Und die findet ihr jetzt bei uns in der Elitek. Das ist einmal dieses schöne Buch von Rüdiger Bertram. Gegen uns könnt ihr nicht anstinken. Das hat sich der Yahya ausgesucht aus der Klasse 6c. Okay. Dann von Cornelia Funke, Tintenherz. Das hat sich Lara ausgesucht aus der 7b. Und schließlich von Suzanne Collins, Gregor und der Schlüssel der Macht. Ausgesucht von Jana Sophie aus der EF. Alle jetzt auch bei uns in der Elitek zu finden.